Dan Birandanas Präsentation von The Voice of Germany war für Lena so magisch, dass sie die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Lena Meyer-Landroth saß zum siebten Mal seit 2013 auf einem der roten Drehstühle von The Voice Kids und das Nachwuchstalent schubste sie vom Hocker. Auch in der neuen Folge der Erwachsenenfassung ist zu Beginn eine brünette Schönheit zu sehen, die Stefanie Kloss als Gasttrainerin akzeptiert hat. Passend zu den Singings der aktuellen Staffel performte und sang Kloss-Kandidat Doni Birandana den Klassiker When I Fall in Love von Nat King Cole. Der Newcomer erklärte, dass er den Song gerne seiner Tochter widmen würde und erklärte in der Instagram-Bildunterschrift Folgendes. Lena Meyer-Landroth selbst habe während des Auftritts zu weinen begonnen und gesagt, dass sie selbst ohne Vater aufgewachsen sei und ihn finden werde. Glänzend, jede Tochter, die einen Vater wie dich hat, hat Glück. Ich habe keinen Vater, der mich liebt, erklärte der Gästecoach und fügte hinzu, es ist so berührend zu sehen, dass du deine Tochter liebst und ihr so viel Liebe schenkst, macht mich glücklich, es gibt mir Hoffnung und Kraft. Du hast es sehr gut gesungen. Danke. Sie können die Reality-Show am Freitagabend, den 7. Oktober 2022, auf La 1 sehen. I got misty, just holding your hand.